So, also wir haben jetzt hier eine Hausnummer. Den Künstler blende ich mal unten ein, der das freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und wir lassen das jetzt durch den Wandler, in dem Fall die Apogee Ensemble laufen. Und dann durch den Vertigo. Alles andere in der Kette wird umgangen. Genau. Ja? Okay. Und ja, wir hören uns das Ganze erstmal rough an. Ich werde dann nach einer Zeit den Vertigo einschalten. Und dann nehmen wir einfach ein paar Settings vor und dann schalten wir hin und her. Und ja, für diejenigen, die vielleicht nicht so eine gute Abhörer haben, machen wir dann nochmal eine Einblendung ein und aus. Genau. Ja? Aber ich denke mal, das sollte man hören. Oder Kopfhörer. Kopfhörer, ja. Also genau. Kopfhörer oder eine gute Abhöre, das wäre gut. Ja, wir legen los. Alles klar.
Mein lieber Scholli, also ich denke, ihr habt das jetzt relativ deutlich gehört, was dieses Teil macht. Also gerade dieser Switch Art, AB-Switch. Wie ist denn dein Eindruck, was der Vertigo eigentlich macht mit dem Sound, also vom Charakter her? Ich finde, er bringt die Frequenzen irgendwie, also es springt einem mehr ins Gesicht. Es ist also die Räumlichkeit und ich finde auch die Breite, irgendwie wirkt das Ding viel griffiger und viel präziser und alles, die wichtigen Elemente springen einen an. Also ich fand das jetzt gerade eben, als du auf einer sehr, sehr kurzen Attack-Zeit warst, du warst auf 0,05 Millisekunden und meine Güte, hast da A und B geschaltet, meine Güte, was hat das Ding gemacht? Also, super, ne? Ja, es ist Wahnsinn. Ich finde auch beim Vertigo ist es so, wenn du von Bypass auf On schaltest, ist der Unterschied im ersten Augenblick erstmal nicht groß. Mhm. Also es macht jetzt keinen komplett anderen Sound aus deinem Material. Nee, genau. Wenn du dann aber wieder auf Bypass schaltest, geht komplett was verloren. Ja, genau. Also das liebe ich ja, ne? Ich finde, sowas macht eine gute Hardware aus. Du hörst die Kompression beim Vertigo nicht wirklich, also die negativen Aspekte einer Kompression. Und was du meintest mit dem Stereo-Verhalten, es öffnet irgendwie den Mix so ein bisschen und es geht ein bisschen mehr in die Tiefe hinein. Ja, genau. Ja? Ich meine, das meint dieses Griffige und einfach, dass es alles räumlicher wirkt. Mhm. Das ist auf jeden Fall, ja. Eine geile Sache, definitiv. Und selbst bei einer starken Kompression von, sagen wir mal, 10 dB Gain Reduction, wo es dann richtig platt hauen oder richtig doll verdichten, klingt es immer noch offen oder teilweise sogar offener als ohne den Vertigo. Und wenn ihr euch mal an das zurückerinnert, was wir ganz am Anfang gesagt haben, das ist wirklich ein Arbeitstier und diesen VSC3 bringt scheinbar nicht so schnell in die Knie. Also wir haben jetzt noch kein wirkliches Material gefunden, was den so richtig, womit dieses Gerät einfach nicht klarkommt. Großartig. Also, ganz also man hat das Gefühl, man kann nichts falsch machen. Genau. Ja? Und ich habe sogar eher die Schwierigkeit, dadurch, dass sich so viele Settings irgendwie so geil anhören, dass ich mich teilweise auch gar nicht entscheiden kann. Ja, das nehme ich jetzt. Ja, Hammer. Hammer, Hammer. Ja, was kann man vielleicht noch, hören wir uns gleich noch anderes Material an? Ja, ich habe noch ein Stemmaster von Rihanna, was wir nochmal durch den Vertigo jagen und da kann man A, B dann auch nochmal deutlich die Unterschiede hören. Ich würde sagen, da vergleichen wir dann auch nochmal das Plugin mit, dass wir das Plugin mit reinziehen. Mhm. Dazu muss ich mir nochmal meine Recall-App aufrufen, dass wir dann gleich auch die Parameter gleich einstellen können. Ja. Und dann würde ich sagen, dann switchen wir noch einmal rüber zur anderen Session. Okay.